Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron besteigt ein Flugzeug in der ruandischen Hauptstadt Kigali und fliegt zurück nach Paris. Das Ende einer wahrlich nicht ganz einfachen Reise. Denn während seines Aufenthalts hat Frankreichs Staatspräsident eine Mitverantwortung seines Landes am Völkermord in Ruanda vor 27 Jahren anerkannt. Auf einer Veranstaltung in der Gisozi-Gedenkstätte äußerte Macron den Wunsch nach Vergebung. Ein im März vorgestellter französischer Untersuchungsbericht war zu dem Ergebnis gekommen, dass die damalige Regierung in Paris eine Verantwortung an dem Genozid im Jahr 94 an mehr als 800.000 Angehörigen der Minderheit der Tutsi sowie moderaten Hutus trage. Denn sie sei aufgrund ihrer kolonialen Haltung blind gewesen für die Gefahr einer solchen Massentötung. Ruandas Präsident Paul Kagame begrüßte Macrons Auftritt und sagte, dessen Worte seien eindringlicher als eine Entschuldigung. Zugleich betonte Kagame den Willen, die Beziehungen zu Frankreich auf ein neues Fundament zu stellen.